Und damit direkt willkommen zurück hier. Wir sind immer noch dabei, Pflanzen Nummer 43 zu zerstören. Was bedeutet das da oben eigentlich? Keine Ahnung. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Also, vielleicht ist es auch gar nichts Wichtiges. So, wir laden mal nach. Wir haben eine Menge Säurepatronen auf jeden Fall. So, können wir hier noch irgendwas machen? Hier ist doch noch der PC. Genau, wir gucken mal rein. Jetzt auf den Zug greifen können, aber ich glaube nicht, weil der geht erst mit dem Armband Nummer 3, genau. So, jetzt sind wir hier drüben lang. Da ist, glaube ich, unser Crude and Friend. Ja, das geht nicht. Na, halt. Das ist gar nicht so effektiv. Okay, es ist doch effektiv. Beste Animation. Okay, da ist noch sein Home. Moment. Weil diese Musik im Hintergrund noch dazu, die ist echt härter. Das hat schon wieder da oben, das speichert schon wieder automatisch. Ich mag das Spiel nicht, wenn es automatisch speichert. So, okay, hier haben wir. So, jetzt. Rein damit. Benutzen und hoffen, dass Tyrant diesmal nicht kommt. Lösung wird zerstört. Danke. Sehr schön. So viel zum Thema Unkrautbefall. Wir haben mal lieber noch nicht so die große Schnauze. Ich mal behaupten. Warnung! Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung. Eine gefährliche Lösung zerstäubt. Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen auf einigen Seiten unterziehen. Irgendwo voll unlogisch, dass es die überhaupt nicht anheben will. Du bleibst schon liegen. Okay, wer hat's hier? So, aber Moment. Gleich mal kombinieren. Zack. Okay. Kann ich hier echt lang? Nee. Oh shit, das war nicht cool. Ich weiß, wir haben viel geschossen. Du warst trotzdem nicht. Können wir nachladen? Wir haben jetzt alles. Das bedeutet, wir rennen. Da hinten war noch einer. Komm, das schaffe ich. Fuck, Alter. Das gibt's ja nicht. Piss dich. Messer kannst du behalten. Du hübsches Wesen. What the fuck, Alter. Was machst du denn hier drin? Und vor allem, die steht einen Meter davor. Und nichts passiert. Leuchtet ein. So. Nach links, da kann man den PC mal angucken. Bin gespannt. Oh, echt jetzt. Komm, verdammt. Danke. Okay, hier vorne ist auch noch einer. Ein Stückchen zurück. Jetzt hätte ich nochmal einen Bart. Ich habe halt echt irgendwie erwartet gehabt, dass die Pflanzen dieses Mittel halt wirklich gegen alle hilft. Also auch gegen diese Bäume. Also wisst ihr, ich bin Groot. Barry Cartwrights Postring. Absender William Birkin. Wichtig, erhöhte Sicherheit. Wann ist Nest? Ein Nest für Spione geworden. Letzten Monat 3, diesen Monat 2, 4. Und das sind nur die wir erwischt haben. So für die Sicherheit. Cartwright, oder wollen Sie in mir vorgehen? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlupfträger tragen Sie persönlich zu diesem Projekt bei. Absender No Reply, automatisch generierte E-Mail. Betreff Warnung, unautorisierter Zugang festgestellt.
Unkrautvernichtung durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt, 4 Uhr 51. Das war wohl ich. So, okay, gehen raus. Dann speichern wir. Wo ist die Tür? Da drüben ist die Tür. Tunnel. So, speichern. Wir gehen vorhin nochmal in die Kiste. Und ich glaube, jetzt werden wir uns alles mitnehmen, was irgendwie Alarm macht. Brauchen wir das Teil noch? Ich weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall eine Elektroschocker mit. Wir nehmen die Säuerlinge mit. Wir nehmen die Granaten mit. Wir nehmen alles mit, was irgendwie Bums hat. Weil ich glaube, jetzt geht es am Ende zu. Kombinieren. Für was sind diese Kugeln? ACP, Army Culture. Okay, doch für die Army Culture. Achso, für die haben wir nichts mehr gefunden. So, wir haben hier mal kurz ausrüsten und nachladen. Zack. Und jetzt werden wir speichern. Speichern. Ich dachte echt, wir werden diesmal schnell unterwegs, weil es gibt ja irgendeine Trophäe für Durchspielen unter 4 Stunden oder so. Ich hatte echt irgendwie das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg, sind wir irgendwie nicht. Jetzt haben wir es doch fast geschafft, dass wir fast bei 8 Stunden sind. Okay, hier ist aber immerhin schön still noch. Ja, jetzt sind wir uns in den guten Westbereich. Ich freue mich jetzt schon nicht darauf. So. Armband. Zack. Ich muss schnell das Antivirus finden. Ja, wir müssen halt nicht übertreiben, ne? Eigentlich immer relativ entspannt. Also nicht entspannt, aber. Das ist doch was. Okay. Ist da irgendwas für mich? Hier noch eine Videokassette. Aber. Ich nehme die mit. Was soll ich die denn angucken? Egal. Hier ist noch was. Oh oh, eine Granate. Ich glaube, es war nicht verkehrt, dass man so viel Zeug mitgenommen hat. Okay, es speichert schon wieder. Okay, okay, okay. Ah, zum Glück habe ich den Modulator mitgenommen. Ah, hier ist noch eine Kiste. Hier ist Videorekorder. Geht nicht. Okay, wir müssen erst den Modulator nehmen. Und zwar AWS. Okay, ich stelle den neu auf AWS. Zack. Ja, fast. So, sollte es so sein. So, jetzt mal das Ding. Blub. Schön. Na, jetzt kann man das Video angucken. So. Lasst uns das Video schon hier benutzen. Und dann halte ich mal kurz die Klappe und wir gucken uns einfach das Video an. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Gramsci, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Rücker! Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn Leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Yeah.
Haben wir nicht in dem anderen Video gesehen? Okay, jetzt wohl nicht mehr. Wie der eigentlich sich noch die Probe verabreicht hat. Ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so war es doch. Den Bürgungsboss eingegangen, Absender Jane Doyle, Forschung an G wird eingestellt. Das kennen wir alles schon aus dem ersten Teil. Also aus dem ersten Mal durchspielen. Mhm. Bla bla bla. Bla bla bla. Jetzt müsst ihr kurz auf Pause gucken oder ihr schaut euch einfach das Video mit den guten Chris an. Gehen wir hier rein. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch. Noch mit. Ja, wir haben doch. Achso, hinten. Ah, da ist noch eine Tür. Bioreaktorraum, okay. Hier ist eine blaue Pflanze. Okay, wir sind fast voll. Aber fast. Bin mal gespannt hier. Das erinnert mich immer an hier Resident Evil, wo die durch diese Laserstrahl gegangen ist. Alter, hier ist aber echt krasser Schutz. Okay, ich glaube, wir waren beim ersten Mal durchspielen nicht. Wenn ich runter. Also, rein hypothetisch, nicht, dass ich das vorhätte. Das ist noch Schießpulver. Aber ich glaube, ich habe kein Gegenpendant zum Schießpulver. Ich mache es spannend, ich könnte rennen, aber wir laufen mal lieber. Wer weiß, was noch passiert. Aber erstmal doch hin. Ich fühle mich irgendwie so beobachtet, ich weiß nicht. Okay. Gehen das mal hier rüber. Was haben wir hier? Forschungstagebuch, ups. Ach genau, das kennen wir auch schon beim ersten Mal durchspielen mit den Probanden. Dass es halt nicht funktioniert hat und einen nahen Probanden braucht. Hm. Achso. Hm. Warte mal, bleib mal ruhig. Nee. Na. Ich hab nicht gespeichert, ne? Falls man speichern konnte. Oh ja. Hab dich. Gott sei Dank. Okay. Das Antivirus. Ich muss zurück. Sherry. Ja, ich will erstmal speichern am besten. Da hinten ist nämlich noch eine Kiste. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl. Ah, hier ist nochmal Schießpulver. Wir nehmen es mal mit. Hier ist sonst noch was? Hier ist nochmal, ah, okay. Das können wir gleich kombinieren. Zack. Nochmal rotes Gold. Okay, das können wir nicht nehmen. Wir sortieren mal ein bisschen um. Eben der Gischter. So, was packt man denn da rein? Wenn wir können doch eigentlich das Rote mit dem Blauen kombinieren. Ich weiß zwar nicht, ob es Sinn. Nee, ist. Nee, will ich nicht. Weil ich hätte gern lieber. Aber eigentlich hier kombinieren mit diesem. Ach, dann haben wir noch eins. Okay. Gut, wir speichern das mal. Ich will aber unbedingt das rote Kraut mitnehmen. Wenn wir irgendwo noch mal grünes finden, hätten wir wenigstens was zum Heilen. Ich lasse das Messer hier. Ich glaube, das Messer bringt uns eh nicht so viel. Falls irgendwo ein Bossfight sein sollte. So, jetzt gehen wir speichern. Und dann bin ich schon mal gespannt. Beim letzten Mal, wo wir mit Chris in der Nähe waren, da war noch dein übelster Alarm. Von wegen, sie haben es geklaut. Also, so vom System her. Und da oben speichert schon wieder. Okay, da drin noch.
ist dieses Ding? Es war mal mein Mann. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie! Diese Säurekugel so viel Schaden macht, muss ich ehrlich sagen, bin ich überrascht, wie wenig Schaden unsere Säurekugeln machen. Okay. Ja gut, dann werden wir das ganz simpel machen. Ich mache die Folge jetzt zu Ende und dann werden wir nächstes Mal einen Bosskampf machen. Ich hoffe, das geht ziemlich schnell und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht's gut.